Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation auf der Linzing-Karte. Wir sind hier wieder gerade an der Hauptfeuerwehrwache und warten auf unseren ersten Einsatz. Brandausbreitungsstufe ist übrigens wieder auf Brandmeister. Da ist mir in einer Folge schon mal, wir spielen auf der Brandausbreitungsstufe Brandstätte rausgerutscht. Natürlich sind wir auf der Brandausbreitungsstufe Brandmeister und haben jetzt den ersten Einsatz reinbekommen. Und zwar ein TH0 festsitzender Aufzug. Okay, festsitzender Aufzug ist eigentlich immer recht gechillt. Wir schicken trotzdem mal einen HLF raus, da sind die meisten Leute drauf. Die kriegen das schon irgendwie gebacken. Ob wir noch irgendwie sanitätermäßig was brauchen, werden wir dann gleich erleben. Aber ich würde sagen, auf den ersten Blick nein. Mal gucken, ob die Feuerwehr dann irgendwas nachalarmiert. Wir sind auch gar nicht so weit weg gerade von der Hauptfeuerwehrwache. Wir sind direkt nebenan eigentlich. Das heißt, sie sind in wenigen Sekunden schon vor Ort. Ich habe die Zeit gerade ein bisschen schneller laufen. Wir können aber auch wieder die Normalzeit nehmen. Tröte an, Blaulicht ist eh schon an und dann geht's auch schon los. Einmal rechts jetzt normalerweise. Ich glaube, dann nochmal rechts und dann müssten wir auch schon da sein. Keine weite Einsatzfahrt. Keine weite Einsatzfahrt. Und da wären wir auch schon. Das müssten hier die Bäume sein vor dem Gebäude, genau. Alles klar. Und direkt noch eine Vergiftung, / Überdosis reinbekommen. So, wen schicken wir rein? Euch vier? Die anderen können nämlich eh nicht mit. Hihihi, weil das ist der Maschinist. Und hier haben wir einmal den Gruppenführer. Die können beide sowieso bei so Einsätzen nichts machen. Und so wie es aussieht, ist der Eingang zum Gebäude hier hinten. Ja, voll. Also, wir haben einfach mal davor geparkt. Warum nicht? Das passiert mir immer wieder. Das kann man aber halt auch wirklich schlecht bei Emergency erkennen. Man hat meistens bei den Gebäuden rundherum Eingänge und man weiß nie so wirklich genau, wo jetzt die Emergency-Figuren rein wollen. Und in dem Fall ist es wirklich wieder so, die rennen einfach mal außen rum. Gut, hätte ich lieber hier geparkt an der Stelle, hätten sie einfach die Treppe runtergekonnt und wären wahrscheinlich drinnen gewesen. Aber naja, ein bisschen Bewegung schadet ja nicht. Ein bisschen Mannschaftssport. Warum nicht? Warum nicht? So, dann sind vier Stück drin. Wir brauchen auch vier Stück. Und jetzt heißt abwarten, ob noch irgendwas nachalarmiert wird oder nicht. Und hier sollten wir vielleicht auch langsam mal gucken, dass wir da einen Rettungswagen auf den Weg schicken. Wo sind wir denn da? Wir sind hier. Okay. Dann wird von hier unten ausgerückt. Jawohl. Katastrophenschutz Nordrhein-Westfalen. Engagiert für NRW. Nach Alarmierung. Also doch noch einen Rettungswagen hinschicken. Ich bin gerade überlegen, ob wir einen Rettungswagen einfach hier hinten parken. Weil mit dem Rettungswagen wieder die Treppe und mit der Trage darunter und so weiter. Ich weiß ja nicht. Mir ist dann, glaube ich, lieber, wenn ich einfach hier parke und wir rollen einfach außen rum über den ganz normalen Pflasterweg hier. Ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie gut man im Rettungsdienst mit der Trage die Treppen runter kann. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, da muss man die Person tragen. Und wer will schon eine Person tragen, wenn er sie auch irgendwo durch die Gegend rollen kann? Eddie. Genau, keiner. So. Kreislaufkollaps kam auch noch rein. Da schicken wir auch einfach mal einen Rettungswagen hin. Ist auch kein Einsatz, wo man jetzt den Notarzt braucht. Da sollte die Rettungswagenbesatzung auch alleine zurechtkommen. Hier ist der Rettungswagen noch am Rollen. Der ist mittlerweile aber schon auf dem Weg und hat es gar nicht mehr so extrem weit. Rettungsdienst Notarzt. Ich frage mich, kann man den Rettungswagen auch als NAW rausschicken, wenn da Rettungsdienst Notarzt draufsteht? Weiß gar nicht, kann man hier NAWs alarmieren? Ich sehe jetzt keinen, vielleicht übersehe es auch einfach. Kann sein, dass ich es übersehe, aber wenn da Rettungsdienst Notarzt draufsteht, weiß ich nicht. Ich würde denken, dass da jetzt auch ein Notarzt mit an Bord ist, aber ist es erstmal so nicht. Naja, gut. Machen wir einfach mal aus. Wobei, es ist eine Kreuzung, wir stehen ziemlich weit vorne dran. Ich würde es einfach mal anlassen, damit Leute gewarnt sind, falls hier irgendwie Autos auf der Gegenspur fahren und so weiter und so fort. Lassen wir es einfach mal an, ist sicherer in dem Fall. Beim Kreislaufkollaps steht auch schon der nächste Rettungswagen. Hier können wir aber auf jeden Fall ausmachen, weil wir stehen hier wirklich in der Seitengasse drinnen, nichts Besonderes. Also nichts, keine stark gefahrene Straße oder so. Das ist Einfahrt, Hofeinfahrt, irgendwo im Hof drinne. So, wie sieht's hier aus? Rettungswagen steht auch schon da, jawohl.
Flott, dann einmal die Drage. Einen können wir schon mal so reinrennen lassen. Weiß, die haben jetzt einen weiteren Laufweg, aber wie gesagt, ich glaube... Ich weiß nicht, in der Realität wird man sich vielleicht auch dafür entscheiden, dann da hinten einfach lang zu laufen, bevor man hier die Treppe sich noch hochquält. Aber vielleicht gibt es da auch schon Equipment, dass man da irgendwie hochrollern kann. Ich weiß, für so Rollstühle gibt es das, dass man mit denen Treppen hochfahren kann. Aber für eine Trage, ich will nicht wissen, wie das dann aussehen würde an der Trage. Ich glaube, das... Ich weiß es aber nicht. Wie gesagt, so ein Rettungswagen ist ja immer total mit Hightech ausgestattet. Und es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich hatte ja auch gefragt gehabt in einer Folge, das ist noch gar nicht so lange her, ob es auch DLKs gibt mit eingebauten Pumpen, damit man nicht immer ein HLF oder ein LF oder so braucht. Und ja, gibt's. In Amerika. Habe ich nicht dran gedacht, aber in Amerika, aber ich meine, da sind die Drehleiter auch ein bisschen größer gebaut, würde ich jetzt einfach mal so tippen. Die haben anscheinend eine Pumpe drin und ich meine mich auch daran erinnern zu können, dass in Emerge NYC, wenn man da eine Drehleiter hatte und auch in anderen Feuerwehrspielen mit amerikanischen Fahrzeugen, dass man da eine Pumpe bedienen musste. Ich meine, irgendwas war da. Ja, also gibt's, aber halt nicht in deutscher Bauweise anscheinend. Okay, er nimmt die Person auf, alles klar. Habe ich aber in dem Moment nicht so weit gedacht. Ich finde ja in Amerika diese Ladder-Trucks richtig interessant. Ich weiß, nee, die heißen Tiller-Ladder oder irgend sowas. Ich bin mir nicht mehr sicher. Da, wo hinten nochmal jemand in so einer Kabine drin sitzt und quasi immer entgegengesetzt mitlenkt, damit die besser um die Kurve kommen, weil diese Fahrzeuge einfach unglaublich lang sind. Muss ich gerade mal nachgucken. Genau, das müsste sowas sein. Tiller-Ladder. Es muss krass sein, so ein Ding zu fahren. Ich stelle mir, also da musst du auch, glaube ich, wirklich richtig hart dem Fahrer und denjenigen, der hinten drauf sitzt in dieser Kabine, richtig heftig vertrauen. Ja, weil wenn der vorne so umlenkt, als würde er quasi mit einem normalen LKW fahren, würde nicht rumkommen, muss er dann darauf vertrauen, dass der Kollege hinten die Reifen per Hand mitlenkt, damit die nirgendwo kollidieren. Und ich meine, die fahren ja nicht wirklich langsam mit den Dingern. Also ist schon, glaube ich, ein großes Vertrauen und ein großes Können auch benötigt dafür. Aber macht bestimmt mega Bock. Wenn du da so hinten in der Kabine vielleicht drin sitzt und kannst noch steuern und lenken und hast ja eigentlich voll die gute Aussicht von da oben. Das, ja, würde ich total gerne machen. Würde ich cool finden. So, er fährt... Ach, es war total sinnlos, dass ich... Er fährt nämlich einfach durch die Gebäude durch, jetzt hier durch den Vorgarten und... Ja, Emergency. Kann man nichts machen. So eine amerikanische Mod wäre eigentlich auch mal ganz cool für Emergency 5. Ich weiß, es gab eine, beziehungsweise, ja, es war so ein kleiner Beta-Test, würde ich sagen. Also in Emergency Forum findet man eine mit amerikanischen Fahrzeugen, man kann aber nichts wirklich damit anfangen. Ich weiß nicht, warum es damit nicht weitergeht oder ob das komplett eingestampft wurde oder jedenfalls, da gab es anscheinend mal so einen Versuch mit amerikanischen Fahrzeugen und so weiter und so fort oder vielleicht wird es auch noch entwickelt, ich will nichts Falsches sagen. Ich habe aber mal so eine Mod installiert gehabt für Emergency 5, sah richtig cool aus, aber man konnte halt nicht wirklich was damit anfangen. Ja, war nur so eine kleine Beta-Version. Mit ein paar Fahrzeugen dabei und so eine kleine Testmap. Wäre eigentlich auch ganz cool. Ich weiß, für Emergency 4 oder war das Emergency 3 sogar, gab es eine LA-Mod. Und ich glaube, derjenige, der die erstellt hatte, hieß Hopper. Wenn ich mich jetzt da nicht wirklich irre. Die habe ich auch total gerne gespielt. Die war richtig, richtig cool. Die habe ich immer total gerne gespielt, die LA-Mod. Dann Winterberg, auch immer total geliebt. Ich glaube auch schon bei Emergency 3 gab es die. Die hatte ich, glaube ich, da auch schon gespielt. Ich bin mir aber, das ist alles schon wieder so extrem lange her. Und mein erster Teil war ja auch Emergency 3. Den hatte ich ja, als ich mit meiner Mutter damals oder mit meinem Vater einkaufen war. Ich glaube, mit meiner Mutter waren wir, glaube ich, in Wächtersbach im Globus unterwegs gewesen oder so. Und die hatten da so eine Spielpyramide gehabt und da habe ich dieses Spiel gesehen, habe den Feuerwehrmann vorne gesehen, orangenes Cover quasi, Feuerwehrmann vorne drauf, habe mir gedacht als Kind, geil, das will ich auch haben.
Und dann Mami, Mami, Mami. Und dann hat es Mami gekauft und ich war komplett schockverliebt in dieses Spiel. Dann Emergency 4 habe ich komplett drauf hingefiebert, habe ich auch total, ja, war ich total aufgeregt, wie das Spiel dann angekündigt wurde. Und dann konnte man das irgendwann das erste Mal spielen und da gab es dann noch die Emergency News Time. Ich glaube, die gibt es immer noch, die gibt es auch immer noch. Aber früher war das halt dann als so richtige PDF-Zeitung aufgebaut. Ich glaube, so ist es mittlerweile nicht mehr. Ich bin im Emergency Forum nicht mehr wirklich aktiv. Deswegen bin ich mir da nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, Emergency News Time gibt es auf jeden Fall noch, aber ich glaube nicht mehr in diesem PDF-Format wie früher. Und dann hat man immer da so das Neueste über das Spiel erfahren und ich habe immer komplett es geliebt, wenn da auch eine neue Ausgabe von rauskam. Man konnte es dann durchblättern und war richtig schöne, coole Zeit. Emergency 5 habe ich dann, muss ich sagen, erstmal nicht gespielt. Emergency 5 habe ich, ja, da war ich irgendwie momentan auf einem anderen Spieletrip. Da war ich nicht auf Rettungsdienste aus und auf Emergency-Spielen. Ich weiß nicht, ich habe auch mal jahrelang gar keinen Computer mehr gespielt. Bei mir war das immer so phasenweise, muss ich sagen. Ich habe immer eine Phase gehabt, da habe ich nur PlayStation gespielt. Dann habe ich eine Phase gehabt, davor war nur eine Phase mit Nintendo. Dann irgendwann kam PlayStation. Dann irgendwann hatte ich den ersten Computer, dann habe ich nur noch am Computer gezockt. Dann war der Computer irgendwann zu schwach, dann habe ich mir wieder eine PlayStation gekauft. Dann habe ich mit der PlayStation gezockt. Irgendwann wollte man dann doch wieder Spiele modden können und ja, halt Spiele ändern können, Spiele günstiger kaufen und so weiter. Dann hat man sich irgendwann mal wieder Geld zusammengerafft für einen Computer. Dann hat man wieder auf Computer gezockt. Irgendwann war der Computer aber wieder zu schwach für die Spiele. Da ich damals noch keinen Computer aufrüsten konnte, habe ich mir dann wieder irgendeine Konsole besorgt. Und so ging es bei mir immer hin und her. Und irgendwann kam dann natürlich Ausbildung, Arbeit. Dann hast du 8 Stunden lang am Tag am Computer gesessen auf der Arbeit. Nach der Ausbildung, in der Ausbildung hast du keine Zeit gehabt zum Zocken. Nach der Ausbildung habe ich im Büro gehockt die ganze Zeit, am Computer gesessen, konstruiert und Programme geschrieben. Also Programme für CNC-Fräsmaschinen und HSC-Fräsmaschinen, so ein Zeugs. Und dann habe ich nach 8,5 Stunden am Computer sitzen keine Lust mehr gehabt, irgendwie am Computer zu Hause zu hocken. Das war dann einfach uninteressant. Habe ich irgendwie keine Lust mehr drauf gehabt. Dann irgendwann kam diese Lust wieder zurück. Ja, trotz Arbeit, ganze Zeit am Computer sitzen, habe ich wieder Bock gekriegt. Ja, so am Computer spielen wäre schon mal wieder cool. Könnte man ja schon mal wieder machen. Vorher hatte ich halt nur eine PlayStation 4 zu Hause und habe da ab und zu mal gezockt am Wochenende, wenn ich mal wieder nichts vorhatte und ganz gechillt einfach ein Wochenende verbringen wollte, habe ich da ein bisschen Red Dead gezockt oder GTA. Und ja, irgendwann kam dann halt wieder so der Gedanke, ja, einen Computer zu haben. Ich meine, ich hatte die ganze Zeit einen Computer, aber einen Computer, mit dem man halt mal wieder die aktuellen Spiele zocken kann, wäre doch eigentlich mal wieder ganz cool. Ja, und dann habe ich mir halt irgendwann mal einen Computer zusammengestellt im Internet, was ja wirklich heutzutage richtig einfach geht. Und ja, dann irgendwann hat man wieder angefangen mehr zu spielen, dann hat man auch mal wieder mit alten Kumpels gespielt und Kollegen gespielt, dann kam irgendwann, beziehungsweise ich hatte ja immer, 2008 habe ich den YouTube-Kanal gegründet, irgendwann, oder beziehungsweise ich hatte dann immer diesen Wunsch, ja, ich will irgendwas wieder mit YouTube machen, habe das immer so ein bisschen bereut, dass ich damit aufgehört habe, aber irgendwas wollte ich halt wieder mit YouTube machen, ein paar Videos hochladen, ein paar Let's Plays, vielleicht so ein zweites Standbein aufbauen neben der Arbeit und dann hat man halt ab und zu mal aufgenommen. Am Anfang wusste Katrin auch noch gar nichts davon. Ich habe das immer heimlich gemacht, während Katrin arbeiten war. Weil es war mir einfach zu blöd anzusprechen, dass ich am Computer sitze und nehme Videos auf und rede mit meinem Computer. Das war mir einfach zu blöd. Dann habe ich Katrin nie gesagt. Wenn sie arbeiten war, habe ich halt einfach ein paar Videos aufgenommen, habe die dann so nach und nach hochgeladen. Dann kam halt mal alle paar Tage ein Video wieder hoch auf YouTube und so weiter. Ja, irgendwann hat sich das halt so entwickelt, wo ich mir gedacht habe, ja, ich würde gerne noch mehr machen auf YouTube. Ich finde das cool. Ich fand das früher schon cool, da hat mir nur irgendwann die Zeit gefehlt, die Computerleistung gefehlt, die Motivation gefehlt. Früher war es sowieso noch schwerer, muss man sagen. Also schwerer von der Technik, leichter auf YouTube entdeckt zu werden, weil das wenige gemacht haben, weil es halt doch noch komplizierter war früher. Heutzutage ist es ja von der Technik her und von den Programmen her einfacher, aber halt, Reichweite zu bekommen auf YouTube ist halt ein bisschen schwerer. Als damals. Damals hast du ein Video hochgeladen und es hat innerhalb ein paar Tagen einfach ein paar tausend Views gehabt.
Hast du ein paar Wochen später wieder ein Video hochgeladen, das hat wieder ein paar tausend Views gehabt. So war das einfach früher, weil es weniger Let's Player gab. Und ja. Heutzutage lädst du halt ein Video hoch, ganz am Anfang, wenn du noch klein bist, keine Abonnenten hast und keiner sieht dein Video an. Es ist halt total demotivierend. Also so das erste Jahr oder eineinhalb Jahre, ich glaube bei mir war es auch ungefähr ein Jahr, wo, wenn überhaupt, vielleicht 10 Leute die Videos gesehen haben. Und ich glaube auch, dass dieses erste Jahr ist so das Jahr, wo die meisten Leute abbrechen. Wo sie dann sagen, es lohnt sich doch überhaupt nicht. Da machst du Videos, sieht doch keine Sau und hast die Arbeit mit und am Ende machst du die Arbeit für dich und du guckst dir nicht mal deine eigenen Videos an, weil das macht man ja nicht. Ich glaube, das ist so der Moment, wo die meisten auf YouTube einfach dann abbrechen. Die sich denken, ja, ich würde gerne auch auf YouTube irgendwie ein bisschen höheren Bekanntheitsgrad kriegen, da Videos hochladen, Community aufbauen. Ich glaube, dann im ersten Jahr ist wirklich so das, wo die meisten abbrechen. Auch ein Jahr später kann es noch sein, dass du vielleicht nur 10 Views kriegst, wenn überhaupt. Da musst du ja überhaupt froh sein, wenn du überhaupt ein paar Abonnenten zusammenkriegst. Das ist wirklich richtig, richtig schwer. Richtig, richtig schwer. Und man braucht wirklich extremes Durchhaltevermögen, weil sonst schafft man das nicht. Ganze Zeit Videos hochzuladen, wo keine Sau sieht. Am Anfang habe ich auch, nachdem ich jetzt wieder neu gestartet hatte, weil ich hatte ja nach 2008 den Kanal quasi ziemlich pausiert und für andere Sachen genutzt. Deswegen, du musst dann halt auch wirklich, beziehungsweise ich habe dann auch wirklich jedes Mal, wenn ich ein Video hochgeladen hatte, wieder geschaut, hat sich jetzt jemand das Video angeguckt, habe ich ein View mehr drauf, habe ich ein Abo mehr? Boah, Abo mehr war immer Party. Da bist du mit Konfetti durch die Wohnung gerannt, ganz alleine und klammheimlich, weil es ja keiner wusste, dass ich sowas mache. Ja, war schon interessant. Ist schon interessant. Ist eine coole Erfahrung auf jeden Fall, aber man braucht wirklich sehr, sehr, sehr viel Durchhaltevermögen. Das heißt, wenn ihr mit YouTube durchstarten wollt, dann ihr braucht wirklich starke Nerven. Und nicht wundern, wenn ihr auf die Videos am Anfang null Views habt. Das kann sich über Wochen, Monate, Jahre hinziehen, bis da mal ein paar Views drauf kommen und dann auch langsam ein paar Abonnenten zusammenkommen und man dann von YouTube auch mehr Funktionen zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist ja auch so quasi so ein Level-System. Bei so und so vielen Abonnenten kannst du, glaube ich, Beiträge erstellen. Mit so und so vielen Abonnenten mehr kannst du dann irgendwann Werbung schalten. Mit so und so vielen Abonnenten mehr kannst du dann das machen. Es ist zwar, ja, also ich persönlich kenne die Zahlen nicht, ab wann man was machen kann. Ich weiß, dass also Monetarisierung, also auf Videos Werbung schalten, kann man auf 1000 Abonnenten, jedenfalls als ich das machen konnte. Ich glaube, da hat sich aber mittlerweile auch wieder was geändert, weil das sind Zahlen, die ändern sich ständig. Ja, die ändern sich ständig. Mittlerweile gibt es ja auch die YouTube Shorts, deswegen gibt es da auch nochmal andere Regeln und andere Sachen. Und boah, das wäre doch einfach voll halsbrecherisch, wenn ich hier wirklich die DLK aufbaue. Wir machen's, wir bauen da die DLK auf. Ich will gucken, ob die umkippt. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass die sich weigern, die aufzustellen, aber die machen es. Finde ich gut. Motivierte Leute braucht man immer. So, die DLK könnte man auch mal anschließen. Dann könnte die auch theoretisch löschen. Der Rettungswagen müsste auch irgendwann mal anfangen, was zu tun. Yo, steht. Ich würde zwar nicht auf den Korb aufsteigen, aber steht. Das Gute ist, der Korb dreht in die andere Richtung. Die Gewichtsverlagerung ist okay. Aber ist schon mutig. Respekt, also ich würde da, glaube ich, trotzdem, ich würde da nicht mal parken. Okay, aus der Richtung haben wir die blöde blaue Wand, aus der Richtung auch. Dann machen wir es so, sieht auch hübsch aus, beziehungsweise wir können es ja so machen, dann haben wir noch vorne und hinten ein bisschen Feuerwehrfahrzeug. So ist doch schön. Dann haben wir das Thumbnail auch abgearbeitet. Also da steckt schon richtig viel Arbeit auf YouTube dahinter, bis dann irgendwann überhaupt mal ein paar Leute die Videos sehen. Das Gute ist, die Zeit kann man nutzen, um seine Videos zu verbessern, seine Ausstattung. Wenn ich bedenke, ich habe auch hier angefangen wieder mit meinem Logitech G35, mit meinem alten Headset. Und die Sprachqualität, die war einfach richtig behämmert. Dann habe ich mir bei Amazon für, weiß ich nicht, 20, 30 Euro so ein Studio-Mikrofon bestellt. Und das war eigentlich für den Preis war das richtig gut. Ja, also man musste so ein, das war ein Mikrofon mit Mikrofonständer, wo ich jetzt aktuell immer noch mein aktuelles Elgato Wave 3 quasi drauf geschraubt habe. Der Mikrofonständer ist immer noch gut. Das Mikrofon war auch noch gut, aber es war halt
man hat halt ein extra Mischpult für gebraucht und das hat mir halt auch ein bisschen Platz weggenommen auf dem Schreibtisch. Ich habe mich so ein bisschen genervt, weil man halt am Computer nichts abmischen konnte und so weiter. Und deswegen bin ich dann irgendwann aufs Elgato Wave 3 umgestiegen, weil ich da nur lauter gute Sachen über die Software gehört habe. Und ich muss sagen, ohne diese Software wäre ich heutzutage aufgeschmissen. Ich wäre wirklich aufgeschmissen. Also die ist wirklich Gold wert. Und das Mikrofon ist auch gut. Ja, das Mikrofon ist auch super. Übrigens, falls ihr selber ein sehr gutes Mikrofon sucht, in der Videobeschreibung ist ein Affiliate-Link. Könnt ihr mich unterstützen, wenn ihr es da drüber kauft, kriege ich ein paar Cent Provision ab. Aber ich kann wirklich nur sagen, ich finde das Elgato Wave 3 wirklich gut. Klar, es gibt bessere Mikrofone, das auf jeden Fall. Aber man muss ja auch bedenken, man hat hier wirklich von der Klangqualität her ein gutes Mikrofon. Und man hat eine Software dabei, die wirklich Gold wert ist, weil man alle möglichen Sounds über ganz viele verschiedene Kanäle einfach routen kann, steuern kann. Man kann es auf dem Elgato Stream Deck, Affiliate-Link auch in der Videobeschreibung, kann man auch alles dann steuern davon. Es ist einfach, es erleichtert einen die Arbeit wirklich sehr. Ja, und bei dem alten Mikro konnte ich das halt nicht machen. Ich hatte keine gescheite Software dafür gefunden, mit der man das gut und einfach lösen kann. Ich suche gerade meinen Polizeiwagen. Oh, habe ich da schon, ich habe da noch niemanden hingeschickt. Upsi. Wo habe ich denn den Streifenwagen hingeschickt? Der war das. Der steht hier rum. Hä? Nein, ich habe zwei. Oh, Entschuldigung, verpeilt. Ich habe zwei Flüchtende. Deswegen liegt da auch ein Verletzter rum. Der hat ihn umgenockt. Das Arschloch. Was? Oder dieser Arschloch. Oder dieses Arschloch. So ist richtig. So. Muss ich alles auspiepsen. Nein, Quatsch. Laut YouTube-Regel oder Regeln darf ich sowas sagen. Nur nicht in den ersten 30 Sekunden, glaube ich, ist es. Und ja, man darf es halt nicht zu viel sagen, weil sonst darf ich keine Werbung draufschalten, beziehungsweise nur gelb eingestufte Werbung. Das heißt, da kriegt man nicht so viel, soweit ich weiß, für oder weniger Werbung wird draufgeschaltet oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ich habe noch nie den Fall gehabt. So, irgendwie wollen die beiden mich an der Nase rumführen. Das ist immer blöd, wenn man zwei Stück hat. Ich muss mich jetzt mal hier gerade drauf konzentrieren. So, der rennt darum. Ich glaube, bei dem anderen tue ich gerade einfach mal... Wobei, das ist der. Bei dem anderen wollte ich eigentlich jetzt gerade mal das Fahrzeug einfach hinterherfahren lassen. Dann kann ich mich erstmal um den einen hier kümmern. Wir haben wunderbar geparkt. Komplette Straße ist dicht. So, den sollten wir eigentlich haben. Das Fahrzeug droht gerade an, alle möglichen Leute umzufahren. Deswegen gehen wir da schnell mal dazwischen. Ja, ich hätte auch Panik, wenn so ein Streifenwagen vor mir mit der Kupplung spielt. Ganz ehrlich. Ja, das Coole war halt mit dem Studio-Mikrofon. Ich weiß nicht, 20, 30 Euro war das Mikrofonarm und so weiter. Popschutz mit dabei. Alles Paletti. Klar, es hatte Mängel gehabt, man hat halt dieses Mischpult gebraucht, aber dafür war die Sprachqualität eigentlich voll in Ordnung. Man hat halt immer nur so ein leises Hintergrundrauschen gehabt, das hat mich halt gestört. Und je lauter man das halt mit dem Mischpult gedreht hatte, je lauter hat es gepfiffen oder gerauscht, eher gesagt. Das hat mich ein bisschen genervt. Und wie gesagt, wenn man halt ein gutes Mikro hat und du kannst mit... irgendwie wirst du mit der ganzen Software nicht warm, die du so im Internet findest... dann war es mir einfach das wert, das Elgato Wave 3 zu holen, weil damit hast du die Software mit dabei, hast ein gutes Mikro, es rauscht so gut wie gar nicht. Gute Einstellungsmöglichkeiten, wie gesagt, man kann alle möglichen Systemsounds über die Software routen, kann das an ein OBS weiterschicken oder an was weiß ich welche Programme. Voll gut. Sehr einfach zu handhaben, sehr übersichtlich. Jawohl. Ich bedenke, was sich so alles in letzter Zeit auf dem Kanal geändert hat und die ganze Hardware, die sich auch mittlerweile geändert hat für den Kanal, ist auch Wahnsinn. Okay, wir brauchen hier den Notarzt. Sehe ich gerade. Ich bin gerade so im Gedanken drin. Ups, das war nix. Zweiter Versuch. Na komm. So. Wie gesagt, angefangen mit einem Headset, mit einem blöden, wo man sich nicht mal... Beziehungsweise, ich habe mich da selber gehört, auch mit Zeitverzögerung. Es war ziemlich blöd. Ich meine, jetzt habe ich diese Funktion aber auch aus mit dem selber hören auf den Kopfhörern. Ich habe nur so iPhone-Kopfhörer quasi in meinem Elgato Wave 3 drinne stecken. Ja, die haben so einen Kopfhöreranschluss, kann man da anschließen, dann kann man das auch darüber steuern. Darüber höre ich den Ton. Und
Ich habe aber ausgestellt, dass ich meine Stimme da selber höre, weil da ist immer so ein kleiner Delay drin, immer so eine kleine Verzögerung. Und mich bringt es immer voll raus. Dann ziehe ich die Wörter immer voll lang. Und das muss ja nicht sein. Ich meine, man gewöhnt sich daran. Ich habe auch schon mal eine Zeit so aufgenommen. Ja, habe mich dann daran gewöhnt, dass ich mit einer kleinen Verzögerung mich selber höre. Aber ich habe das wieder ausgemacht, weil ich fand das doch irgendwie nervend. Deswegen, dadurch, dass ich diese Billo-Apple-Kopfhörer da drin habe, da hörst du sowieso alles außenrum. Ich habe mir zwischenzeitlich mal bei Mediamarkt, oder meine kleine Schwester hat mir mal so JBL in ihr Kopfhörer geschenkt. Die hatte ich mir mal rausgesucht, hatte ich mir mal gewünscht gehabt. Die hat sie mir dann, ich weiß gar nicht mehr, Weihnachten oder so, hat sie mir die dann geschenkt. Kostet noch gar nicht viel. Und die sind von der Qualität her wirklich Bombe. Aber ich höre mich halt nicht mit den Dingern. Wenn du so in ihr Dinger drin hast, hörst du dich halt nicht. Und dann hätte ich wieder dieses, ja, auf den eigenen Kopfhörern sich selber hören quasi anknipsen müssen. Und ich mag das nicht. Wie gesagt, man gewöhnt sich zwar an alles, aber ich mag das nicht. Ich finde das wirklich ungemütlich. Wenn du da immer so eine ganz, ganz kleine Zeitverzögerung, es ist wirklich keine Sekunde, es sind ein paar Millisekunden, aber ich höre das schon raus und dann nervt mich das. Dann bringt mich das auf andere Gedanken, dann nervt mich das und dann kann ich nicht machen. Problem war halt bei dem Logitech G35, bei dem Headset, mit dem ich angefangen habe, das macht halt auch komplett außenrum dicht. Du hörst einfach da auch nichts. Aber dafür hast du, wenn du gespielt hast, richtig geilen Spielsound gehabt. Ja, das ist ja so ein Surround-Sound-Headset gewesen. Ja, zwar ein altes, aber es hat gut geklungen. Ja, es klingt auch noch bei dem einen oder anderen Spiel richtig, richtig gut. Ich glaube, 7.1 simuliert es oder so. Richtig cool. Jetzt halt mit diesen Apple-Kopfhörern da im Ohr, du hörst halt das Spiel, aber es klingt halt nicht wunderbar. Also ich meine, ich höre, aus welcher Richtung die Fahrzeuge kommen, das funktioniert ganz gut. Aber so kleinere Soundeffekte, die höre ich da nicht. Deswegen, ich mache es auch immer so, wenn ich eine Probeaufnahme mache mit dem Ton, gucke, ob es passt bei neuen Spielen, dann höre ich mir das einmal in der Probeaufnahme höre ich mir dann einmal nur auf den Kopfhörern an und einmal auf den normalen Computerlautsprechern. Weil da hört man den Unterschied doch besser als auf den Kopfhörern. Ich mache immer einen doppelten Check, einen doppelten Test, ob es passt oder nicht. B0 Buschbaumbrand. Ja, ich hatte gerade letztens wieder gehabt, dass Microsoft Windows Update quasi mir wieder alle Einstellungen rausgehauen hat. Aber ich habe es zum Glück, dadurch, dass ich gerade zufällig ein neues Spiel angefangen habe und ich wieder alle Einstellungen quasi durchgeguckt habe und eine Probeaufnahme gemacht habe, ist mir das zum Glück aufgefallen, dass ich wieder keinen Ton drauf hatte auf der Aufnahme. Das ist halt immer so ein bisschen doof. Windows Update zerhaut einen gerne mal die OBS-Einstellung, beziehungsweise haut einfach die ganzen Audioquellen durcheinander. Aber Discord macht das auch gerne. Wenn Discord ein Update macht, ich bin vorhin wieder ganz kurz in die Plauderecke rein, ich habe wieder nichts gehört. Und dann musste ich jetzt wieder rumspielen, bis ich dann wenigstens über meine Lautsprecher was gehört habe. Das ist manchmal auch ein bisschen Kampf. Discord ist da auch manchmal ein bisschen blöd. Ich weiß aber nicht, ob das auch an Windows dann liegt oder nicht. Ich habe eigentlich kein Update gemacht und in ganz normalen Einstellungen ist alles geblieben, auch bei OBS, aber bei Discord waren jetzt wieder alle Geräte weg. Naja. Windows. Was will man machen? Ich muss ja sagen, ich hätte ja total gerne irgendwie so einen Mac. Weil ich gerne auch so ein bisschen mehr videoschnittmäßig was machen würde, aber mein Computer kriegt es einfach nicht auf die Kette. Mein Computer kriegt einfach Videoschnitt nicht auf die Kette. Beziehungsweise, ich habe mit DaVinci Resolve probiert, Videos zu schneiden. In letzter Zeit wieder auch mit der neuen Grafikkarte. Dieses Programm ruckelt bei mir nur noch. Es stürzt alle paar Sekunden ab. Ich muss also eine kleine Sache machen, speichern. Ich kann es mir aber auch nicht angucken. Selbst wenn ich eine Proxy-Datei erstelle, das Vorschauvideo ruckelt sich einen ab. Und das Programm stürzt halt dann auch alle paar Sekunden ab. Konnte ich nicht mehr nutzen. Ja, ich habe es dann irgendwann komplett deinstallieren müssen, weil es einfach nicht mehr gestartet ist. Selbst nach dem Neuinstallieren, es startet einfach nicht mehr. Gut, habe ich mir gedacht, okay, gucke ich, dass ich irgendwo günstig Premiere Elements herkriege, also von Adobe. Und gleiches Problem. Ruckelt, stürzt ab. Beziehungsweise es stürzt nicht ab,
Aber es lädt einfach die Vorschau irgendwann nicht mehr. Ist auch für den Arsch, also kann ich auch nicht nutzen. Dann habe ich mir gedacht, ja, es gab doch damals bei Windows diesen Movie Maker. Habe ich einfach mal nachgegoogelt. Movie Maker heißt mittlerweile Clipchamp, kostet 8 Euro im Monat. Kannst du auch mit Videos schneiden. Und das war das einzigste Programm, mit dem ich ohne Ruckeln, mit perfekter Vorschau, mit allen Möglichkeiten, die ich auch bei den anderen Programmen genutzt hätte, Videos schneiden konnte. Das einzige Problem ist halt, dieses Programm kostet halt 8 Euro im Monat. Ich habe halt gern Programme, die halt man sich einmal kauft und dann hat man die. Das ist der einzige Nachteil. Das finde ich heutzutage wirklich auch richtig beschissen. Das finde ich richtig beschissen. Dass du jedes Kackprogramm immer mit einem Abo verbunden hast. Auch wenn es nur 1, 2 Euro sind. Mittlerweile läppert sich diese ganze Abo-Kacke einfach dermaßen zusammen. Das sind Beträge, die sind einfach nicht mehr schön. Aber du kannst einfach nichts mehr ohne Abo nutzen, so wirklich. Das ist das, was ich halt so doof finde. Ich meine, okay, dass man für OneDrive 1 Euro bezahlt oder 2, dass man ein bisschen Speicher hat, Cloud-Speicher, damit alles vom Computer safe ist. Ja, okay. Ein 1, 2 Euro. Ja, aber dann hat man zum Beispiel auch noch ein iPhone. Das heißt, man braucht da noch Speicher bei iCloud. Hast du auch wieder 1, 2 Euro. Ja, dann hättest du gerne auch Musik auf dem Handy. Also nimmst du dir Apple Music oder Spotify oder was weiß ich. Kostet auch wieder 10 Euro im Monat. Oder wir haben so ein Familiending. Ja, Katrin, ich teile uns quasi die Kosten. Hat jeder, glaube ich, 8 Euro oder so für Musik im Monat. Ja, dann hast du, was weiß ich, Amazon Prime, kostet auch 9 Euro im Monat. Ist ja auch schweineteuer geworden. Als ich Prime-Mitglied wurde, war das richtig, richtig günstig. Was haben wir denn hier? Unfall mit Bus. Sollte mich vielleicht auch mal auf den Einsatz konzentrieren. Ich schicke mir hier mal Manf 10 raus. Manf 10. Ich gehe einfach mal vom Schlimmsten aus. Wenn ein Bus beteiligt ist, machen wir es einfach mal so. Ja, dann haben wir haben keine Satellitenschüssel, beziehungsweise wir haben eine Satellitenschüssel, aber keinen Receiver. Und da müsstest du ja auch mittlerweile monatlich für bezahlen, soweit ich weiß. Wir haben zum Beispiel Zattoo. Ja, damit kannst du Fernsehen gucken. Kostet auch, glaube ich, 8 Euro im Monat. Oder nee, 16? 16? Teile ich mir aber auch zum Beispiel mit Katrin. Hast du aber auch wieder 8 Euro. Ja, und so läppert sich einfach diese ganze Kacke durch dein ganzes Leben mit diesen Abos. Ja, jetzt habe ich noch Clipchamp-Abo und was weiß ich. Das ist wirklich ungemütlich, finde ich persönlich. Ja, und auch wenn du eigentlich von Adobe diese Programme nutzen willst, dann hast du auch die Möglichkeit, so ein Abo-Programm zu machen, dass du da monatlich bezahlst. Oder wenn du Office haben willst, Word, keine Ahnung was, diese Office-Programme halt, Word, Excel, was weiß ich, brauchst du wieder ein Abo. Es ist einfach alles nur noch ein Abo. Es ist alles nur noch ein Abo. Ja, machen wir jetzt auch auf dem Kanal. Wenn ihr noch eine Folge Emergency sehen wollt, müsst ihr ein Abo abschließen. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Aber ich persönlich finde es halt einfach doof. Ich habe es einfach früher gemocht. Du wolltest ein Programm haben, hast einmal 60 Euro für bezahlt. Zack, hast du das Programm gehabt, konntest es nutzen, solange du willst. Beziehungsweise solange es funktioniert. Hat ab und zu Updates bekommen und so weiter und so fort. Heutzutage halt meistens. Ja, wenn du ein Programm nutzen willst, hast du eine Testphase von ein paar Tagen. Danach musst du monatlich Geld für bezahlen. Ich meine, klar, du kannst, so wie ich es mache, ja, du kannst es, wenn du es nutzt, schließt du das Abo ab und kündigst direkt danach wieder. So mache ich es. Aber manchmal vergisst man es auch direkt zu kündigen. Ja, dann hast du nochmal einen Monat mehr bezahlt, obwohl du es gar nicht nutzt. Oder das, oder das, oder das. Es ist ja auch genauso, wie momentan finde ich es ja auch so schlimm bei Videostreaming-Diensten. Ja, man hat ja Amazon Prime. Klar, hab nichts Gescheites da, aber ist okay, ist bei beim Premium-Versand mit dabei gewesen damals. Ist okay. Ja, dann hast du Netflix. Dann hast du Disney Plus. Paramount Plus. Dann hast du, was weiß ich noch, gibt's ja noch ganz, ganz viele andere, die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe oder die mir gerade nicht einfallen. Für was alles soll man denn monatlich bezahlen? Und dann wundert man sich, dass da irgendwie eine Plattform vielleicht wieder pleite geht oder am Rumkämpfen ist oder ich weiß nicht. Und dann auch für was für Preise? Also ich finde ja immer noch, das negativste Beispiel ist immer noch Netflix. Also wir haben auch ab und zu mal Netflix, aber das ist schon wirklich grenzwertig, auch mittlerweile mit den Preisen und mit dem Account-Sharing-Verbot, wo sie aber jetzt mittlerweile wieder zurückgerudert sind. Und dann, wenn man das Angebot da sieht, ist es einfach. Also ich persönlich muss sagen, mir ist Disney Plus immer noch am liebsten. Mein Paramount Plus hatten wir noch nicht. Aber Disney Plus persönlich ist einfach mehr unser Geschmack. An Film.
Wo stellen wir denn das Zelt hin? Komm, das klatschen wir einfach hier hin. Passt schon. Jawohl. Dann, du geh mal gucken. Hab ich? Nee, ich habe ja da noch einen HLF hingeschickt. Wollte schon sagen, habe ich einen HLF zu wenig hingeschickt? Beziehungsweise so wenige Fahrzeuge? Nein, ich habe genug Fahrzeuge hingeschickt. Ich muss sie nur mal nutzen. Ich bin so gerade aufs Reden konzentriert, dass ich mich weniger aufs Spielen konzentriere. Das ist natürlich nicht gut. Aber hier stirbt mir keiner weg. Das ist wieder Motto der Folge. Hier stirbt mir keiner weg. So, 3 Stück von euch einmal da rein. Ich hätte gerne einmal einen Notarzt, der sich bereit erklärt, die Schicht im Zelt zu übernehmen. Dann bräuchte ich noch ein paar Feuerwehrleute, die mir vielleicht schon mal die ein oder andere Person in das Zelt schleifen. Mir stirbt hier, wie gesagt, heute keiner weg. So, bring die Person mal ins Zelt. Da kann auch schon mal jemand anfangen rauszuschnippeln, beziehungsweise da will gerade keiner, weil keiner die Hand frei hat. Wir erkunden trotzdem gerade mal weiter. Die Person bringen wir auch ins Zelt. Die Frau, die liegt schon unter Bürgersteig. Gar nicht mehr weit bis unter die Erde. Hoffentlich wird es nicht so. Da ist keine Person mehr im Fahrzeug drin, finde ich gut. So, da müsste aber jetzt jemand eine Hand frei haben. Perfekt. Perfekt. Im Bus sollte man vielleicht auch dann noch reingucken. Wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Wäre vielleicht gar nicht verkehrt. So, da wird mir niemand angezeigt. Da ist eine Person. Wir gucken jetzt gerade mal in den Bus rein. Das heißt, wir können schon mal ein Fahrzeug abschleppen lassen. Sind wir einfach mal so knallhart. Wir können ein Fahrzeug abschleppen lassen. Er kann niemanden mehr sagen, dass rausgeschnippelt werden soll. Haben wir hier noch jemanden? Beziehungsweise da ist ja eh gerade schon jemand dran eigentlich. Komm, geh da nochmal an die Arbeit. Ihr seid zu Trägern gerade eingestellt. Perfekt. Dann schnappt ihr die Frau. Du schnappst dir den Mann. Und wie viele sind im Bus? 3 Stück? Das geht ja eigentlich noch. Das geht ja eigentlich noch. Wie viele Verletzte haben wir dann? Gar nicht so viele. Okay, Mann 10 war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mein Gott. Gut, dann kann ich auch schon mal hier den einen oder anderen Rettungswagen so in Reihe platzieren, dass wir einfach mit den Abtransporten anfangen können. So, du kannst mal Platz machen. Ja, renn vors Fahrzeug. So, nächste Person. Du gehst mal zum Bus. Du gehst mal zum Bus. Du willst nicht zum Bus. Du bleibst also da stehen. Okay. Von mir aus. So, wir haben jetzt 3 Personen im... Ne, wir haben nicht 3 Personen im Zelt. Wir haben 5 Personen im Zelt. 3 sind davon aber schon transportfähig. Du willst echt nicht beim Bus schnippeln. Doch, jetzt will er. Okay. Da ist anscheinend wirklich keiner drin. Von mir aus. Können wir auch abschleppen lassen. Das können wir abschleppen lassen. Habe ich sonst noch irgendein Fahrzeug übersehen? Ich hoffe nicht. Das haben wir gesehen. Das da oben links haben wir gesehen. Ansonsten... glaube ich, haben wir alle. Oh, und da haben wir den Grafikbug. Juhu. Okay, einmal F7, dann hängt das Spiel wieder kurz. Sollte gleich wieder weitergehen. Jawohl. Map hat sich wieder gefangen, wir können weitermachen. Perfekt. So, eine Person haben wir. Auch aus dem Bus geschnitten. Sehr schön. Dann hätte ich gern wieder hier von denen eine Person. Es wird nämlich jetzt gerade eng im Zelt, deswegen müssen wir hier mal die Rettungswagen ein bisschen vorschicken. Dass die nicht so weit laufen müssen. Na, du könntest theoretisch so parken, wenn es funktioniert. Jawohl. So, du kannst auch dir mal die Person schnappen. Wie gesagt, heute stirbt mir keiner weg in der Folge. Auch wenn ich viel erzähle, heute stirbt mir keiner weg. Ich bin ganz positiv gestimmt. So, du könntest gerade nochmal schnibbeli schnipp machen. Du bringst die Person auch mal in das Zelt. Genau, wir haben noch 2 Plätze frei. Der fährt weg. Da kommt schon jemand mit der Trage. Die Person rein. Die andere Person wird auch mal aufgenommen. Das ist, glaube ich, noch ein kleines Kind, oder? Dann ab damit ins Zelt. Aber sowas von. Da müssen wir uns schnell drum kümmern. Nicht, dass da noch irgendwas passiert. Oh, oh. Lebt er noch? Ich habe gesagt, mir stirbt keiner weg. Er bewegt sich noch. Er bewegt sich noch. Habe ich noch einen Rettungswagen? Da habe ich. Perfekt. So. Ich weiß jetzt nicht, wie viele ich brauche. Ich schicke einfach nochmal ein paar hierher.
So, auch ein KTW. Beziehungsweise zwei KTWs. Die reichen völlig aus meistens. So, da brauchen wir einen Notarzt. Wir haben noch einen hier. Der darf gerade mal umsteigen. So. Ab ins Zelt. Der ist schon auf dem Weg. Da brauchen wir auch einen Notarzt. Haben wir noch einen da? Ich glaube nicht. Wir haben noch den leitenden Notarzt da. Der kann aber nicht mitfahren. Ich rufe nochmal ein weiteres NEF. Abschlepper ist auch schon da. Perfekt. Ja, hier geht's vorwärts. Aber die Folge wird schon wieder voll lang. Wir haben jetzt 40 Minuten. Schön für euch. Lasst mal für die extra lange Folge einen Daumen da. Würde mich freuen. So. Eigentlich müssten wir gerade nochmal schnell ein Foto machen, weil eigentlich sieht es, haben wir diese Busunfälle viel zu selten. Mit Autos auf dem Dach und Rettungswagen mittendrin. Aber man muss ja froh sein, dass es so ist, dass man diese Unfälle selten hat. Okay, ich wollte jetzt wegen dem Ghost-Modell im Hintergrund die Kamera ein bisschen abändern, den Winkel ein bisschen ändern. So, da haben wir noch ein schönes Bild. Okay, bedien dich. Da wird sich schon bedient. Der kann losfahren, Notarzt ist drinne. Der Abschlepper weiß nicht, wo er hin soll. Er weiß auch nicht, was er will. Du sollst eigentlich hier im Zelt dich bedienen. So, der fährt weg. Notarzt kommt, dann kann der hier in den Rettungswagen rein. Der Abschlepper weiß ich nicht genau, was er will. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, der hat sich mit dem Rettungswagen ein bisschen arg gebissen. So, die haben eine Person drauf, die haben eine Person drauf. Gut. So, den Bus lassen wir auch abschleppen, dann ist die Straße bald wieder frei. Ja, der Abschlepper, ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Wir können den mal umplatzieren, dann kann ich den, glaube ich, wieder befehligen. Genau, so. Ich denke mal, er sollte zu dem Auto. Gehe ich mal davon aus. So, der fährt weg. Der kommt gerade. Wo gehörst du hin? Zu dem? Ja, perfekt. Gut, hier steht noch ein KTW. Heißt, wir brauchen, glaube ich, noch ein Fahrzeug, wenn ich mich jetzt nicht irre. Rettungswagen kommt. So. Da brauchen wir auch ein NEF. Okay, ich schicke noch ein paar NEFs hierher. Wir haben eh gerade Einsatzpause drin. Ist zwar ein bisschen unrealistisch, aber eigentlich zum Folgenende einleiten ist es immer mit dem Einsatzstopp voll okay, finde ich. So, während im Spiel mache ich es nicht, weil dann beeinflusst man ja so ein bisschen hier das Geschehen. Ja, wenn man einen Einsatz nach dem anderen wirklich langsam abarbeitet. Deswegen, ja, Einsatzstopp nur zum Folgenende eigentlich. So, du hast jemand aufgenommen. Du hast auch jemand aufgenommen. Das heißt, eine Person ist noch drinne. Das ist der kleine Bubi. Den lassen wir mit dem Rettungswagen hier abholen. Ansonsten, hier steht ein Notarzt. Der kann sich schon mal irgendwo reinbegeben. Ich würde sagen, ene mene mu und raus bist. Ich glaube, wenn du weg bist, wäre es ganz gut. Dann kann der besser durchfahren. Die Autos können besser durchfahren. Die Polizei kann nämlich eigentlich schon weg. Die Feuerwehr kann auch schon mal zusammenpacken. Die Polizei schicke ich auch mal weg. Können auf Streife gehen. Ansonsten ist ja hier alles abgearbeitet. Es steht auch keiner mehr hier auf der Baustelle. Finde ich gut. Der Rettungswagen ist da für den kleinen Bubi. Sehr gut. Polizei macht schon mal den Weg frei. Da ist der Notarzt drinne. Wir können gleich das Zelt leer machen, das wegräumen. Bus wird auch abgeschleppt demnächst. Ich kann die Fahrzeuge, die noch einen Notarzt brauchen, dann auch mal hier drüben parken. Die mal ein bisschen sammeln. Der KTW kann von mir aus da stehen bleiben. Aber wir können ihn auch noch ein bisschen rüber parken. Dann kann vielleicht der andere KTW sich daneben stellen, der auch noch einen Notarzt braucht. Dann kann das Auto nämlich durchfahren. Genau, der fährt auch gleich weg. Der hat gleich auch eine Person aufgenommen. Das schicken wir auch schon mal weg. Das Zelt können wir leer machen. Person ist aufgenommen. Kann zum Rettungswagen gebracht werden. Oh, Parallelanfahrt von den zwei Notärzten. Ja, wunderbar. Geil. Okay, dann machen wir erstmal die Straße frei. So, mittlerweile haben wir bestimmt auch weitere NEFs wieder. Okay, ein weiteres NEF. Darf doch mal hier parken. Kann KTW mit wegfahren. So, somit, du kannst weg. Zelt können wir wegpacken. Ihr könnt weg. Der eine Notarzt kann direkt auch mal umsteigen. Der kann weg. Der kann weg.
Nee, komm, mach's anders. Fahr mit dem weg. Der steht mehr im Weg. Feuerwehr kann auch zusammenpacken. So, das läuft doch. Dann brauchen wir noch einen NEF. Ich weiß, wie gesagt, man kann mit dem leitenden Notarzt das aufheben, aber ich finde es einfach cooler, wenn man Notärzte mitfahren lässt. Das ist, solange ich welche zur Verfügung habe, klar, jetzt so mitten in der Folge, wenn ich keinen Einsatzstopp drin habe, dann bräuchte ich die NEFs auch an anderer Stelle. Aktuell können wir es so ganz gechillt machen. Ich muss ja eh noch wegräumen. So, gucken wir mal. Was machen denn die NEFs? Alle einsatzgebunden immer noch. Der kann aber schon mal wegfahren, dann ist hier die Straße wieder frei, dann können da die Autos wieder abbiegen und entlangfahren. Der nimmt gerade den Abrollbehälter wieder auf, den leitenden Notarzt schicken wir einfach wieder weg. Das andere NEF macht sich gerade auch auf den Weg. Dann können wir jetzt gerade mal gucken, hier bei der Notaufnahme, was da abgeht. Ja, das läuft doch. Das NEF kürzt einfach mal ein bisschen ab. So, hier ist ein weiterer Notarzt angekommen. Ich müsste eigentlich in wenigen Sekunden wieder ein weiteres Fahrzeug frei bekommen. Ja, dann sind wir hier schon durch. Das Fahrzeug können wir auch wegschicken. Somit ist jetzt nur noch ein KTW da. Und NEFs sind bestimmt auch gleich wieder da. Aber hier sieht schon echt schlimm aus. Einsatzgebunden, 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 einsatzgebunden. Bedingt verfügbar. Was ist bedingt verfügbar? Bett verfügbar. Keine Ahnung. Wahrscheinlich eigentlich nicht, aber im Notfall doch. So denke ich mal, wird das bedeuten. So, weiteres NEF ist frei. Kann direkt wieder hergerollt kommen. Ist auch nicht ganz so weit weg. Da hat die arme Notaufnahme wieder gut was zu tun gehabt. Hätte ich jetzt alle Fahrzeuge gleichzeitig weggeschickt, wäre es noch schlimmer gewesen. Dann wäre hier noch mehr zugeparkt gewesen als eh schon. So haben wir es wirklich ein bisschen auseinandergezerrt. Genau, der kommt gerade hier an, das KTW-Fahrzeuggedöns. So. Ja, sieht natürlich noch katastrophal aus hier, die Kreuzung. Ganz viel Scherben und Fahrzeugteile noch auf der Straße. Aber ich muss die nicht wegräumen angeblich. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass ich hier schon mal so viele Rettungswagen stehen hatte. So, NEF ist schon da. Gut. Jo. Dann schicken wir den auch noch los. Ab ins Krankenhaus. Los geht's. So wird es nichts. Okay, so wird's was. Gut. Ja, hier über die Brücke. Auf die Insel rüber. Dann einen großen Bogen aus rumgeschlenkert. Okay, die fahren woanders hin, oder? Nee, die fahren doch ins Krankenhaus. Ja, es ist immer ein komisches Rumgeschlenker. Ich komme hier immer durcheinander, weil das so ein riesen Umweg ist. Ja, zum Krankenhaus zu kommen auf der Linzing-Map. So, gut. Dann haben wir das alles geschafft. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Wie gesagt, für die extra lange Folge auch mal ein Däumchen da lassen. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu in der Videobeschreibung. Und ja, gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich sehr freuen. Dann könnte ich auch noch weitere Spiele hier auf dem Kanal zeigen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.